So, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Abenteuer in den Bergen. Ja gut, dann schaut, wie es weitergegangen ist und viel Spaß dabei. Tschüss, bis später. Da gibt es eine Mountainbike-Piste. Immerhin. Ja, und das Internet, seit ich da oben bin, geht auch nicht. Aber Google zeigt mir trotzdem noch die gespeicherten Karten an und irgendwo weiter vorne geht etwas links runter, muss ich mir anschauen. Ich hoffe, das ist sie. Ja, ja, kann passieren, das ist ja genau Abenteuer. Eine super Piste hier und dann hört es einfach aus. Blöd gelaufen. Aber weil sie so gut ist, kann ich ziemlich schnell fahren. Alles wieder hoch. So, erste Etappe geschafft. Jetzt bin ich da, wo ich hochgekommen bin. Fahre ich aber wieder zum Leuchtturm. So, jetzt bin ich wieder da oben, wo ich mal angehalten habe. Da gibt es eine Piste, aber die ist Sackgasse. Und da geht auch eine zu einer Mine. Die ist auch Sackgasse. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als die wieder zurückzufahren. Also das ist nicht, von da bin ich nicht gekommen, aber ich war da mal beim Leuchtturm. Da fahre ich jetzt wieder hin und dann gucke ich. So, sicher über eine halbe Stunde alles gedauert. Jetzt bin ich wieder beim Leuchtturm. Ich irre da ein bisschen im Berg umher. Also auf Google kann man sich da gar nicht verlassen. Ich habe kein Internet mehr. Ich habe zwar noch Maps.me. Aber ja, da sehe ich natürlich nicht, welche befahrbar ist und welche nicht. Aber ich werde es schon irgendwie rausfinden. Jetzt habe ich die Stelle erreicht, wo ich schon mal war. Die habe ich jetzt passiert und ab jetzt ist auch wieder alles Neuland. Und ich hoffe, es geht dann irgendwann mal rechts runter. Ja, ihr seht, der Schatten wird immer größer vom Wohnmobil. Die Sonne geht irgendwann unter. Weil ich ja da oben länger Sonne habe, aber im Dunkeln will ich da nicht fahren, sonst schlafe ich dann halt. Ja, danach kenne ich diesen Berg in- und auswendig. Könnte ich gleich Tourguide machen da. Da sind überall so Schilder. So, da hat es wieder eine Abzweigung. Also ich glaube, das muss diese sein, weil eine ging links, die würde wieder runtergehen. Naja, ich fahre jetzt einfach. Ja, das Ganze hat mich jetzt sicher 2 Stunden gekostet. Und ich bin immer noch ganz oben. Aber egal, es ist dann bald Sonnenuntergang. Zone Militär. So, so. Also rechts vermutlich. Ja, es geht noch eine Stunde, bis die Sonne untergeht. Zumindest auf dem Berg. Ja, die Piste ist auch bestens. Ah, das war aber die andere auch. Plötzlich hörte sie auf. Ui, die geht da hoch. He. Dann hoffen wir mal, dass sie weitergeht. Ah nein, das ist... nicht die, zum Glück. Die fährt hoffentlich da um den Berg. Ja, wenn ich Pech habe, dann geht es da wieder links runter. Ja, bis jetzt bin ich immer noch auf der falschen Seite des Berges. Vielleicht geht es da wieder zurück. Der Rundweg, ja, ich werde es sehen. Schöne Auswaschung. Nicht schlimm, solange es weitergeht. Also hier ist gerade eine Stelle, die schlecht ist. So,
kann, oben drüber. Mal schauen. Es bleibt spannend. Ja, zumindest ist sie viel befahrbar, das sieht man. Das ist ein gutes Zeichen. Geht mal rauf, mal runter. Ja, immer wieder ein bisschen herausfordernd, die Straße. So wie hier. Bäume, schlechte Piste. Muss ich ganz links am Rand fahren. Ja, das hört nicht auf. Ich bin immer noch am Hochfahren. Ah, dahinter hat es ein Haus, ein Gebäude, eine Kirche oder was ist das? So, wenn ich Pech habe, hört hier die Straße auf. Bei diesem Haus. Hoffen wir es nicht. Nein, sie führt weiter. Auf der richtigen Seite. Das ist ja Wahnsinn. Oh, das sieht ja super aus. Da geht's rechts runter. Richtige Seite sogar. Ja, hier ist eine Gabelung. Jetzt muss ich aber kaum gucken, wo das hinführt. Da war gerade wieder eine Abzweigung. Eine ging rechts runter. Da kam gerade ein Jäger mit Jeep, tipptopp. Der hat gesagt, das sei Sackgasse. Er müsste da runter. Und ich muss jetzt einfach diese Hauptpiste weiterfahren. Aber ja, das dauert. Ach, diese Bäume, ja, da muss ich jetzt gucken. Da seht ihr es. Es passt gerade. Da kommt noch mal einer. Der passt auch. So, ab hier kommt wieder eine Teerstraße auf den Berg, weil hier ist ein Leuchtturm wieder oder ein Turm. Rechts, aber da ist Sackgasse. Tja, ich muss da runter. 2,6 Kilometer geht's rechts. Naja, immerhin Teerstraße. Das heißt, ich bin wieder in der Zivilisation und ich fahre langsam runter. Leider links vom Berg kam. Irgendwie will ich irgendwann mal rechts rüber. Jetzt geht's auch schneller. Naja. Tja, so langsam fahre ich den Berg runter. So, ich bin jetzt bei einer Verzweigung rechts weg. Viel befahrene Piste ist immer ein gutes Zeichen. Links ist auch noch eine gewesen. Ja, die sollte nach Nierjar gehen. Das wäre dann auf der richtigen Seite. Ja, ich bin immer noch auf dem Bergkamm. Der zieht sich da in die Länge. Aber ich denke, so langsam könnte er dann mal in die richtige Richtung gehen. Ihr seht, Abenddämmerung, so langsam muss ich da runterkommen. Ey. Im Dunkeln habe ich keinen Bock. Aber ja, ich denke, eine halbe Stunde vielleicht noch. Ja, da gibt es so viele Wege. Rechts ist zum Glück gesperrt. Dann erübrigt sich das herausfinden. Also links. Sonst muss ich immer wieder die Karte studieren, aber da sind nur Striche. Da sieht man nicht, ob die gut ist oder schlecht. Also zumindest geht es jetzt endlich mal in die Richtung, in die ich auch will. Und die Piste ist auch gut. Da vorne seht ihr den Wald. So müsste das sein, und zwar überall. Also da hätte es Wald. Das ist jetzt zwar eine gute Seite. Aber der Wald, der speichert ja auch Wasser. Es dunkelt langsam. Aber es geht steil runter, das ist doch gut.
So, jetzt musste ich schon Licht anmachen. Hier gibt es wieder ein paar Gebäude. Lost Places Gebäude verlassen. Und schon geht es wieder hoch. Super. Eieieiei. Es geht wieder hoch. Ja, ich sehe schon, ich fahre da noch im Dunkeln. Geht richtig steil wieder hoch, du. Aber da vorne ist dann fertig. Oh, hier geht es wieder runter. Uiuiui. So, das sieht doch endlich mal gut aus, du. Mann, oh Mann, du. Jetzt wieder richtig steil runter. Ja, ich hätte halt früher losfahren müssen. Mit dem noch gequatscht. Und dann ist die Zeit einfach so. So, das da drüben könnte das Dorf sein, Niria oder so. Der Weg führt aber nicht vorbei. Jetzt gibt es nur noch eine Richtung runter. So, da oben ist das Dorf. Ja, wir fahren runter. So, ich bin wieder auf der Teerstraße. Die führt wohl zum Dorf. Und jetzt fahre ich schon im Dunkeln. Geht es wieder ganz steil runter. Zweiter Gang, Motorbremse, es reicht nicht. Wieder sehr steil. So, bald habe ich es geschafft. Geht runter, leider sind wir nicht mehr viel da. Kleines Dorf da wieder. Ruta dell'Acqua, da gibt es wohl Wasser hier, ne? Grundwasser. So, jetzt bin ich da unten in einem Dorf. Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Gassen nicht zu eng sind. Sonst habe ich geschissen. Also ich bin wieder im Dorf, wieder ein Kabel hat es da unten. Ja, ja, ganz schön eng da, he? Laterne da oben. Ja, dann hoffen wir, dass ich da rauskomme, ey, Mann. Ey. Also bis jetzt geht's. Schön konzentrieren. Eieiei. So, ab hier gab es eine Tonstörung, deshalb Nachvertonung. Ich bin da durch die enge Gasse gefahren und dann ging es da mal rechts auf diese Straße. Also ich bin wieder rausgekommen, ich habe verdammt Schwein, weil sonst hätte ich alles umdrehen müssen. Und dann habe ich nur noch mir einen Schlafplatz gesucht, weil ich war kaputt. Und hab dann da weiter vorne rechts bin ich dann weg und hab geschlafen. So, gestern habe ich mich einfach irgendwo rechts bin ich rausgefahren auf eine Piste in Lost Place und hab da übernachtet. Das war was. Oben ist das enge Dörfchen, wo ich dort musste, die Berge.
ganze Bergkette. Ja, war Wahnsinn. So, das war es wieder. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch wie immer. Und im nächsten Video gehen wir dann nach Cabo de Gata. Und ja, ihr hört dann wieder von mir. He? Okay, dann bis später. Tschüss.